Hallo und herzlich willkommen. In unserer Reihe Business Center Inside geht es heute um Büroservice, Telefonservice und Sekretariatservice. Ich begrüße Herrn Tünker. Sie werden uns heute ein bisschen mehr erzählen, was es damit auf sich hat. In Ihrem Business Center können Kunden nicht nur flexible Büros und Konferenzräume mieten, sondern auch eine breite Palette von Büroservice und Sekretariats- und Telefondienstleistungen. Sie sagten mal, und das habe ich auch mal auf dem Kugelschreiber gesehen von Ihnen, wer erfolgreich sein will, der muss erreichbar sein. Gilt das heute noch? Und welche Vorteile hat denn ein Telefonservice, den ich bei Ihnen buche? Sehr gut. Wir hatten tatsächlich einmal, das ist jetzt unser aktueller Business-Kugelschreiber, wir hatten tatsächlich mal, jetzt habe ich gerade überlegt, vor 18, 12 Jahren wirklich den Slogan, wer Erfolg haben will, muss erreichbar sein. Und das zählt nach wie vor, das hat damals schon gezählt und das zählt heute nur noch. Nur die Welt, die Globalisierung, die globale Welt, die Arbeitswelt, die hat sich geändert. Wir haben heute alle mindestens ein Smartphone und meinen dann, damit sind wir auch als Unternehmer erreichbar. Als Privatmann ist das vollkommen okay. Sie können den ganzen Tag in Facebook oder sonstige Sachen reingehen, aber als Unternehmer funktioniert das nicht. Mhm. Das heißt, Sie müssen anders erreichbar sein, weil der Telefonempfang ist im Endeffekt die digitale Visitenkarte eines jeden Unternehmers. Sie wissen doch selber, wenn Sie irgendwo anrufen und gerade wenn es der erste Anruf ist, Sie kennen diesen Lieferanten oder Kunden noch gar nicht, dann hören Sie ganz anders hin. Und die ersten 6 Sekunden, das ist diese digitale Visitenkarte, wie man so fein sagt in Unternehmerkreisen. Das entscheidet auch darüber, finden Sie den anderen sympathisch oder sagen Sie, nee, auch da will ich aber eigentlich nichts mit zu tun haben, wie man im Rheinland sagt. Ne? Was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen Ihrem Telefonservice und Callcentern oder Hotline, die ich normalerweise dann erreiche bei solchen Anrufen? Ja. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Die Zeit ist längst vorbei, dass man in einer Hotline sich rumgeärgert hat, eine Viertelstunde lang an Zeit mitverbracht hat. Das ist es nicht mehr. Man muss qualifiziert ans Telefon gehen. Und das ist eben der Unterschied von diesen ganzen Callcentern oder Hotlines zu unserem Telefonservice. Von welchen Branchen oder Unternehmen speziell werden denn Ihre Dienstleistungen im Bereich Telefonservice genutzt speziell? Breit gestreut. Mhm. Ob es jetzt ein Branch Office ist oder eine ganze Abteilung, die ausgelagert wird, oder ob es ein kleinerer mittelständischer Unternehmer, ein Handwerksbetrieb ist oder viele Berater, Personalberater haben wir. Die leiten einfach ihr Telefon um, zum Beispiel nehmen wir den Telefonservice. Das heißt, von 8 bis 17 Uhr könnten Sie, wenn Sie nicht erreichbar sein möchten, auch nicht erreichbar sein möchten über Ihr Business-Handy, dann können Sie einfach diesen Call weiter umleiten. Bei uns macht sich eine Maske auf, eine sogenannte Kundenmaske, wir nennen das Kundenmaske, und eine Sekretärin, die mehrere Sprachen abbilden kann, meldet sich in ihrem Namen, so als ob das bei Ihnen im eigenen Büro wäre. Ja, also ich habe das mal erlebt vor einiger Zeit, da war ich beim Immobilienmakler, der hatte auf dem Schreibtisch so eine Box, da stand Tünker ein und aus. Ich denke mal, das war ein Kunde von Ihnen und der würde dann umstellen. Ganz genau. Bleiben wir bei dem Fall Immobilienmakler. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe das selber auch schon gesehen. Da ist wirklich auf dem Telefon das Logo und ich habe auch mal gefragt, ich sage, was ist denn das für ein Logo auf Ihrem Telefon da? Ja, sagt, da ist meine Lebensrettung, weil da ist Tünker an und Tünker aus. Ach so, sage ich, da leiten Sie dann um und nehmen wieder zurück die Umleitung. Sagt er genau das, weil wir sind morgens sehr, sehr gut erreichbar im Büro. Aber mittags oder wenn Urlaubszeit ist oder wenn die Kinder krank sind und die Frauen, die können gerade am Morgen nicht, als kleines Beispiel, ja, oder man steckt im Stau, was machen Sie da? Da sagt er, drücke ich einfach Tünker an und dann weiß ich genau, der Call, der bei mir reingeht, geht zum Tünker-Office und da sind Sekretärinnen, die nehmen den fachspezifisch entgegen und können den auch entsprechend weiterleiten und verarbeiten. Ein Service, den Sie jetzt anbieten, ist jetzt eben auch nochmal für solche Immobilienmakler, Rechtsanwälte oder Ärzte, dass sie auch die Terminvergabe machen. Wie kann ich mir denn so die Terminverwaltung extern ausgelagert vorstellen?
Da dürfen wir uns in dem digitalen Zeitalter und in einer globalisierten Welt genau diesen Dingen verschreiben. Das ist der Riesenvorteil, den man jetzt hat. Man kann arbeiten auf der ganzen Welt und man kann auch Termine machen, egal wo. Das heißt also, wenn Sie jetzt als Arzt oder Ärztin sagen, ich bin mittwochsnachmittags und freitagsnachmittags nicht erreichbar, dann leiten Sie einfach das Telefon um über eine sichere Verbindung auf uns. Zweitens, wir gehen über einen Online-Planer. Als Client gehen wir auf Ihren Planer in der Arztpraxis über eine wiederum sichere SSL-verschlüsselte Leitung. Gehen wir drauf und machen genauso, obwohl wir extern sind, den Termin für den Anrufer. Der merkt gar nicht, dass er nicht in der Arztpraxis ist. Und wir machen den auf dem Terminplaner des Arztes. Diese SSL-Verschlüsselung, hat das was mit Datenschutz zu tun? Das hat sehr wohl was mit Datenschutz zu tun. Das unterscheidet uns zum Beispiel auch von vielen anderen Call- oder Business-Centern. Wir nehmen das sehr, sehr ernst und es geht nichts, ohne diese ganz engen Vorschriften einzuhalten. Ja, wir dürfen zum Beispiel, wir greifen ja auf den Kundenplaner oder auf den Arztplaner, bleiben beim Arzt drauf, da könnten wir theoretisch die Arzt- oder die Patientenakte einsehen. Das geht natürlich nicht. Wir haben nur den Namen und das Geburtsdatum, um das abzugleichen und einen Termin zu machen. Mehr geht da nicht. Und das können Sie nur mit fachlich gutem, qualifiziertem Personal abwickeln. Okay. Sie bieten auch noch weitere Dienstleistungen an im Sekretariatsbereich, die ich dann irgendwie flexibel dazu buchen kann. Was für Arbeiten oder was für Dienstleistungen wären das dann so? Ja, es gibt eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt eine ganz, ganz aktuelle Studie von der Bertelsmann Stiftung, wo die herausgefunden haben, dass der Arbeitsplatz der Zukunft eher im Bereich der Selbstständigen sein wird. Also es wird immer mehr Selbstständige geben. Das heißt, es ist wieder ein Umdenken zum Thema New Work. Wie arbeite ich? Wo arbeite ich? Wann arbeite ich? Norweger zum Beispiel forschen zurzeit daran, egal zu arbeiten, wann man möchte. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber Großkonzerne wie zum Beispiel hier in Bonn, die Telekom, die Postbank, andere große, die sind innovativ. Die DHL hat sogar ein eigenes Innovation Center. Die testen also, wo gehe ich mit meinen Mitarbeitern hin? Belasse ich es hier? Mache ich es in einem Callcenter? Oder mache ich Home-Arbeitsplätze? Deswegen nicht immer auf die Großen draufhauen. Ich finde immer, dass die sehr innovativ sind. Und wir haben uns dem Ganzen angepasst. Wir sagen, wir haben hier Arbeitsplätze für die Zukunft, dieses New Work. Man muss nicht mehr unbedingt an einem Stuhl sitzen. Man kann am Hocker sitzen, an einem Hochtisch. Ja. Hauptsache, man ist erreichbar und kann seine Arbeit tun. Man muss mit Spaß bei der Arbeit sein, sage ich immer als Rheinländer. Mhm. So, jetzt ist es auch so, klar, Großkonzerne, die haben viel Geld. Aber ist das denn jetzt auch was für kleine, mittlere Unternehmen? Sie sagten schon, Selbstständige, bis 2030 wird die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland selbstständig sein. Ja. Können die sich das leisten? Kommen wir zu dem Thema Geld. Ist ja immer ein Thema, kann ich mir das leisten als Auftraggeber? Ja, das können Sie sich leisten. Bei uns fängt dieses Grundpaket, diese Erreichbarkeit bei 95 Euro im Monat als Grundpaket an. Und dann rechnen wir ab, so wie als ob Sie eine Salami kaufen würden. So eine ganze Salami, die kostet durchaus schon mal 80 Euro. Mhm. Ne? Wenn Sie aber sagen, ich will mal 3 Scheiben probieren, und mehr brauche ich nicht. Genauso ist es beim Telefonservice. Wenn keine Calls reingehen, ist nur der Grundservice da. Von 8 bis 17 Uhr, von Montags bis Freitags, also 180 Stunden. Und das für 95 Euro mit einer ausgebildeten Sekretärin, die sich in ihrem Namen meldet. Ja, das ist doch ein Argument, eben auch zur Senkung der Fixkosten und Personalkosten. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Serviceleistungen und auch den Ausblick in den Arbeitsmarkt der Zukunft. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken.